Es ist wieder Boss-Time, nachdem wir in der letzten Folge bereits 5K hinter uns gebracht haben. Heute erfahren wir alle, was aus Lars, dem kleinen, netten Eisbär, so geworden ist. In 5 Boss, Punch mit Punch. Ein ziemlich cooler Titel, wie ich finde. Und auch ein ziemlich cooler Boss, aber saustark. Hier gibt es wirklich Fail-Potenzial. Wir nehmen abermals Cranky. Den hat man, glaube ich, bei fast allen Bosskämpfen dabei. Er wird auch hier wieder gut performen, denke ich. Ja, völlig normale Reaktion, wenn einem das Eis auf den Boden runterfällt, beziehungsweise hier eben in dem Fall ins Wasser. Ich glaube, wir können alle diese völlig natürliche Reaktion nachvollziehen. Ja, das wurde eben aus Lars, dem kleinen Eisbär. Ein völlig wahnsinniger, aggressiver Eisbär. Und der Boss ist wirklich richtig geil. Es ist eigentlich fast schon der beste des Spiels. Also, ich feiere auch den zweiten sehr, sehr krass. Und den ersten aufgrund der Musik. Vierten finde ich okay. Den aus Welt 3 tatsächlich eher nicht so gut. Ist auch das Einzige, was... Hilfe! In Welt 3 nicht ganz so überzeugend ist. Ja, und was ich über den Final Boss denke? Nun, dazu kommen wir dann später. Jetzt müssen wir erstmal das hier überstehen. Was sich natürlich leicht anhört, so von wegen ist er nur ein Boss, aber ja, ich glaube, man kriegt schon so ein kleines Gefühl dafür, wie heftig das alles hier werden wird. Weil er mit seiner Waffe schon ziemlich hart zuschlagen kann und wir offensichtlich nicht ganz auf der Höhe sind, denn dieses Herz habe ich definitiv hergeschenkt. Ich habe leider zu spät gesehen, dass auch an der Seite Stacheln angebracht sind. Also der Treffer ist legitim. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwo vielleicht ein Herz rausbekomme. Eventuell aus diesem Treffer hier. Ja, Tatsache. Sehr gut. Glück gehabt. Okay, jetzt schnell weiter, 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 weiter. Nettes Detail ist auch, je mehr Leben wir ihm abziehen, desto mehr ändert sich seine Farbe, weil er natürlich mit seinem weißen Fell immer häufiger in dieses Lila getaucht wird und dann diese Milka-Farbe übernimmt sozusagen. Also, oh! Anhand dessen kann man immer so ein bisschen erkennen, wie weit man gerade ist. Oh oh, und wir haben noch nicht die Kontermöglichkeit bekommen. Vorsichtig, jetzt vielleicht. Jupp! Bam! Im Übrigen finde ich den Eisbären auch sehr, sehr gut animiert. Er sieht verdammt realistisch aus, also für Wii U bzw. Switch-Verhältnisse fand ich das schon immer sehr, sehr geil. Und da bin ich auch heute noch der Meinung, in den Boss wurde richtig viel Arbeit reingesteckt. Zahlen wir es den Entwicklern zurück, indem wir ihn vernichten, weil bis jetzt läuft es echt richtig gut. Nach diesem einen lächerlichen Treffer haben wir es echt sehr gut weggesteckt. Aber ich merke auch, wie verdammt, ja, locker flockig das mit Cranky von der Hand geht. Wenn man es schafft, auf diesen Eisklötzen sich richtig zu positionieren und den Pogo-Stick effektiv zu nutzen. Weil so kannst du natürlich einiges an Schwung rausholen und relativ easy über ihn drüber springen. Ich glaube, mit Diddy ist der Boss fast schon am schwierigsten. Mit Dixie ist es, denke ich, ähnlich machbar wie mit Cranky. Ja, aber jetzt warten wir mal ab. Er ist noch lang nicht down. Und wie gesagt, er zählt zu den heftigsten Bossen. Ich meine, stellt euch mal vor... Wow, was passiert, wenn man auf diesen Vierer-Eisblock nicht draufkommt? Oh, shit, what the fuck? Diesen Move habe ich ja gar nicht mehr im Kopf gehabt. Chill mal. Oh, er täuscht sogar an. Ja, moin. Warte, konnte ich gerade mit Crankys Pogo-Stick auf der Schoße draufstehen? Ist ja krass. Auf dem Geschoss. Okay, es empfiehlt sich quasi die ganze Zeit mit dem Pogo-Stick rumzujumpen. Dann wird man nur verletzt, wenn man frontal getroffen wird. Was mir hoffentlich nicht passiert.
Oh, jetzt erhalten wir aber kaum mehr die Möglichkeit, ihm auf die Fresse zu geben. Ja, und er packt wieder die ganz hohen Eisplätze aus. Ich sehe schon. Aber wenn man oben bleibt, ist alles gut. Ja, come on, my boy. Nein. Okay, kein Treffer, kein Treffer. Obwohl ich eigentlich einen Fehler gemacht habe. Sheesh. Wir hätten ihn auskontern können. Komm, gib ihm. Nein. Oh, lacker, 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 lacker. Jetzt beim letzten Leben kriegen wir noch ein Herz raus. Das Glück ist auf meiner Seite. Also es müsste das letzte Leben sein, glaube ich, ne? Was macht er? Die Geschosse? Ja, die Geschosse. Aber nur einer. Na dann. Bam, bam, bam. Ich glaube, das kann man auch kaputt machen. Ja. Da hat er mich voll überrascht. Oh, ist das gemein. Ist das gemein? Konter und down. Boom, da kommt die Klatsche. Kassala in your face. K.O. Also, richtig, richtig geiler Boss. 23 Treffer in sein Face. Und wir haben es echt gut gemacht. Wow. Also, ich habe echt gedacht, dass es jetzt hier ein bisschen problematischer wird, aber nein. Wir haben ihn destroyed. Und erreichen die letzte Welt. Die Donkey Kong Insel. Ich korrigiere. Die vereiste Donkey Kong Insel. Oh, Drama, Drama. Welt 6.1 kommt aber erst gleich. Denn ich habe noch ein paar Easter Eggs aus Welt 5 nachzureichen, die wir nicht unterschlagen wollen. Und zwar gleich hier, relativ am Anfang von Level 5.6 Eis am Spiel oder Eis im Spiel, wie es wirklich heißt. Man sieht hier im Hintergrund einen Panzer. Und wenn man mal schaut, wie der aufgebaut ist, dann kommt man drauf, dass der verdammt ähnlich aussieht wie die Panzer aus Super Mario Bros. 3. Das hatte ich im letzten Part leider vergessen, aber es sei hiermit nachgereicht. Dachte, es wäre noch was anderes gewesen, aber nope, wir haben nur das verpasst. Ansonsten habe ich euch alle Easter Eggs gezeigt. Und auch hier in 6.1 kann man wieder, ein halbes Easter Egg erkennen, sage ich mal. Wobei, es ist eigentlich schon eins, oder? Guck mal am besten einfach mal rein, ne? 6.1, trautes Heim, Eis allein. Und zwar, ich kann es euch schon ein bisschen vorweg sagen, man kann in diesem ersten Level eigentlich sehr, sehr viel von dem ersten Level aus Donkey Kong Country Returns wiedererkennen. Und auch im Hintergrund sind des Öfteren Statuen aus Returns zu sehen. Achtet da mal drauf. Und auch hier, direkt am Anfang, das Zuhause der Kongs. Und wenn man ganz genau hinschaut, auch dieser Gang in die Höhle hinein, wo es, glaube ich, ein Easter Egg gab im ersten DKCR. Was? In DKCR, nicht im ersten DKCR. Ja, das kann man auf jeden Fall alles sehen und achtet einfach generell in dem Level mal auf den Background. Und auf die Musik, denn die ist mal wieder heftig hier in der letzten Welt. Also, wenn ihr wissen wollt, wie wirklich epische Musik, wortwörtlich epische Musik sich anhört, dann werdet ihr sie hier in diesem Level zu hören bekommen. Und ich hoffe, dass man hier nicht alle Bananen hätte einsammeln müssen, denn das habe ich nicht geschafft. Dafür aber diesen Bonus erreicht. Die sechste Welt finde ich im Großen und Ganzen auch wieder, ja, schon deutlich besser als die fünfte. Allerdings, glaube ich, war sie an einigen Stellen auch ein bisschen zu unfair. Aber warten wir mal ab, das ist meine alte Erinnerung. Die fünfte Welt fand ich jetzt auch nochmal einen Ticken besser, als ich sie in Erinnerung hatte, aber im Großen und Ganzen dann doch so, wie ich gedacht hätte. Ich muss halt nur sagen, dass mir das, also die zweite Hälfte der fünften Welt schon eigentlich ganz gut gefällt, so. Und das, was mir nicht so passt, sich eher, oh Gott, am Anfang abspielt.
So, ich glaube, wir werden hier auch relativ häufig sterben. Ah, hier, diese Monster, die hat man in DKCR gesehen. War das nicht sogar ein Boss, der Typ da? Ja, natürlich war das ein Boss. In Welt 5. Und in Welt 1, oder? Ich glaube, der kam zweimal vor. Oder zumindest sowas ähnliches wie er. Doch, doch, doch. Ziemlich sicher. Welt 1 und Welt 5. Oh. Rollen, rollen, rollen und springen und festhalten und hochklettern und keine Ahnung. Haben wir irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Ich will nur nicht sterben, okay? Hier bricht einfach alles auseinander. Das wird leider in der 6. Welt absolut Standard sein. Ist ja jetzt generell in dem Spiel nichts Außergewöhnliches, aber... Ja. Hier ist es halt wirklich an der Tagesordnung. Wie viele Puzzleteile gibt es hier eigentlich? 5 im ersten Level, okay. Ja, je... Was? Ja, wo ist die Plattform hin, Alter? Da war doch noch ein Weg. Also zumindest sah das für mich so aus, als könnte man dann stehen. Scheinbar ja nicht. Oh, geil! Jetzt ist das K auch noch nicht erreichbar. Ach komm, fuck you. Was ist das für ein scheiß Beginn hier? Geht geil los. Es geht geil los. Scheiße. Das nur, weil ich da so gründlich sein wollte. Hat sich nicht mal gelohnt, ne? Gab nichts dafür. Ja, geh halt hoch. What the fuck? Geh da hoch. Alter. Es ist das erste Level von Welt 6, okay? Come on. Oder zwingen die einen erstmal hier zu landen? Ich hab keine Ahnung. Das ist das, was ich meinte. Es ist manchmal echt nicht so klar, wie der Levelverlauf gewollt ist. Ich glaube, das werden wir noch häufiger zu spüren bekommen. Immer aus dem Weg da. So. Von hier aus dann hier hin und... Gibt's doch gar nicht. Als ob. Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer dramatischen Tiefphase. Der Skill scheint ein wenig eingefroren zu sein. Das sind nämlich gerade alles Dinge, die nicht sein müssen. Oh, vor allem, wir können so die Musik nicht mal richtig genießen, ey. Da, wieder ein kleines Easter Egg aus Returns. Immer im Auge behalten. Mann, fuck. Und dabei wäre hier sogar noch ein Checkpoint gewesen. Ey! Ich bin gesprungen, weil ich dachte, dass ich die scheiß Eisschicht automatisch... Ach, komm! Man muss hier erstmal warten. So, und jetzt rüber. Woher willst du sowas wissen? Und warum gibt es in so einem Level wie diesen hier keinen Diddy oder sonst irgendwas in der Art? Und warum kommt dieser Fettwanz nicht hier rüber? Ich brauch ihn. Oh, du dummer Knecht. Jetzt komm. Bis zum... Ist mir scheißegal. Dann hole ich das jetzt nach. Dann hole ich das jetzt nach. Kein Bock mehr. Was hätte ich denn da machen sollen? Ich bin zweimal auf den Idioten gesprungen. Es hat nicht gereicht. Ich konnte mich da nicht festhalten. Ich weiß nicht wieso. Ja, komm, dann stirb halt. Ohne das N gehe ich nicht weiter. Boah, ist das erste Level jetzt wirklich so furchtbar? Ah, Hilfe! Ich habe einen totalen Hänger, wie ich ihn in dem ganzen LP noch nicht hatte.
Bleib stehen! Ach, der muss... Okay, das vorher war meine Schuld. Er hätte in der Luft sein müssen, dann schafft man's. Er darf nicht am Boden sein. Alles klar. Man muss ihn in der Luft anspringen. Gut. Okay! Aber das ist alles so fucking übertrieben. Oh, da war wieder was. Bin tot, oder? Oh, fast. Fast. Und was ist denn das für ein G? Was ist denn das für ein G? Kann ich das mit dem Rolljump schaffen? Oder braucht man da zwingend Dixie? Ja, ich habe eh nur die Chance mit dem Rolljump. Alles andere ist... aussichtslos. Ich hab mich festgehalten. Ihr habt's alle gesehen. Ich weiß nicht, warum man losgelassen hat. Oder sich gar nicht erst festgehalten hat. Man hat sogar die Bewegungsanimation gesehen. Also, what the fuck? Ja, ich muss ja nicht mehr hoch, ne? Boah, was eine Katastrophe. Holy shit. Aber hey, dafür haben wir den Boss first tried. Immer alles von der positiven Seite sehen, oder? Wie gesagt, ich mag die Welt eigentlich. So, jetzt bitte, mach es richtig. Also, du Vollhock! Warum hast du das vorher nicht gemacht? Okay, ich war davor nicht ganz so weit hochgekommen, aber es hätte eigentlich trotzdem reichen müssen. Und was soll das jetzt hier? Was soll das jetzt hier? Wo ist das letzte Puzzle? Ach, scheiß drauf. Mir fehlen zwei? Alles klar. Hoffen wir mal, dass die Welt nicht so weitergeht. Traurig ist halt auch, dass das Level eigentlich relativ kurz war, ne? Es war halt asozial, aber kurz. Und dann finde ich, dass sowas eigentlich legitim ist. Eigentlich. Gut, wo waren die Puzzleteile, Squawks? Also doch hier unten? Ja, na klar, damit Lappen wie du es nicht bekommen. Viel Spaß beim Sterben. Hier am Ende ist das Letzte, du Idiot. Hättest du mal alles eingesammelt. Aber du bist einfach zu schlecht. Ich liebe es, dich leiden zu sehen. Squawks, du kannst mir glauben. Wenn das Let's Play vorbei ist, bist du derjenige, der leiden wird. Und zwar sehr, sehr praktisch. Gut, das gegen Ende habe ich mir zwar noch gedacht, aber dann keinen Bock mehr gehabt und einfach das Ziel berührt. Aber ey, das Puzzleteil, das andere, das ich verpasst habe, das ist schon ein bisschen kacke, oder? Also, habt ihr selbst gesehen. Ich bin eigentlich habe ich nur eine Sekunde verschwendet, indem ich kurz nach oben bin, dann wieder runter, hab's bekommen, aber du kommst dann nicht mehr lebend nach oben. Das ist schon irgendwie lame. Also du hast quasi überhaupt gar keine Zeit, nachzudenken und alles. Aber okay, ich sehe schon, das Level soll drauf aufbauen, dass man salty wird und ein paar Mal stirbt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Entwickler, habt ihr geschafft. Wir schießen uns weiter zu 6-2. Verschollen im Eis. Das klingt so traurig. Ich will nicht verschollen im Eis sein. Das ist aber auch so eine Sache. Ich habe mich schon häufiger gefragt, was eigentlich so alles vielleicht unentdeckt im Eis steckt. Gibt's irgendwo vereiste Aliens? Oder Dinos? Man weiß es nicht. Schwimmen nicht erlaubt. Oder nicht empfohlen, besser gesagt, aufgrund der Eiseskälte. Was ich auch bestätigen kann. So, das Level hier scheint wieder ein bisschen ruhiger zu sein, also zumindest auf den ersten Blick. Und auch die Musik vermittelt mir dies.
was ich sehr gut finde. Und ich überlege gerade, ob man hier noch weiter runter kann und weiter runter soll. Nein. Ja, das ist wirklich eine schöne Lücke. Ah, man soll doch runter, aber erst indem man das Schiffswrack aus dem Eiswasser gezogen hat. Klar, das machen wir doch alle einfach so aus dem Handgelenk raus, oder? 2-3 Mal ins Gym gehen, dann können wir das alle. Schnell anmelden bei McFit. Oder wo auch immer. Oh, das ist ja geil. Hier, der Bonus. Selbst der ist vereist. Also endlich mal wieder ein Custom-Bonus. So muss das sein. Davor waren sie die ganze Zeit... Oder, okay, zu 95% zu faul, sich irgendwas auszudenken. Und haben einfach Copy-Paste gemacht. Aber hier! Hier sind sie wieder auf eine Idee gekommen, die eigentlich sehr naheliegend war. Aber hey, ich bin froh über ein bisschen Abwechslung. Zweites von 5 Puzzleteilen. Ja, auch wenn das Level so tut, als wäre es etwas ruhiger, glaubt dem nicht. In der 6. Welt gibt es keine Barmen. Aber ich glaube, das zählt zu den Leveln, die ich mag. Einfach, weil ich diese ruhigere Atmosphäre hier so mag und... Ja, die Wellen schauen schön aus. Es ist zwar alles arschkalt hier, aber das betrifft ja die ganze Welt. Oh, hey! Und Schiffswracks. Was Schiffe angeht, da bist du bei mir immer an der richtigen Adresse. Dazu sage ich nicht nein. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, warum hast du dann den Rare-Titel nicht gespielt? Sea of Thieves. Naja, da brauchst du halt 4 Leute für, ne? Die auch noch Zeit haben. Kann ich nicht mit dienen. Wie selbst die Karpfen hier oder was auch immer das für Fische sind, vereist sind. Ist ja lustig. Mal gucken, ob man da vielleicht was freigeschaltet hat. Oh, war da nicht sogar ein Eingang? Ja, es sieht zwar so aus, aber ich denke eher nicht. Das wäre dann schon ein bisschen zu tricky. Hör mal auf da mit dem Schmarrn. Ach, gibt's jetzt nur noch diese hopsenden Spinner? Gar keine Viehkinger mehr? Oder nur noch wenige? Weil es ist das erste Mal, dass ich so einen Hamster mit Helm gesehen habe. Oder kann ich mich einfach nur mal wieder nicht erinnern? Könnte sein. Ich schließe es nicht aus. Das Level ist echt schön! Wenigstens etwas fairer, ja. Ach, verdammt. Schnell nochmal. Nein, ich muss ihn schnell umbringen, den Typen da. Jetzt. So, und mit der nächsten Bombe können wir da in den Bonus rein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ein Leben. Danke. Ist der auch vereist, der Bonus? Nein? Schade. Das hätten sie doch eigentlich durchziehen können, oder? Wobei... Warte mal, mir fällt gerade auf. Wenn die Plattformen vereist wären, dann würde der Bonus gar nicht funktionieren. Ja, wobei doch, aber er wäre extrem schwer, wenn man diese untere Plattform nicht zum Bouncen benutzen könnte, sondern nur die an den Seiten. Na gut, dann kann ich das verstehen. Aber andererseits, sie hätten ja nicht diesen Bonus hier einprogrammieren müssen. Sie hätten ja auch einen anderen nehmen können, nicht wahr? Ich glaube im Übrigen, dass diese Welt hier ein klein wenig an die zweite Welt aus Donkey Kong Country Returns angelehnt sein soll. Denn da gab es auch ziemlich viele Schiffe. Das war ja so eine Strand-Schiffswelt. Ja, doch, kann man so sagen. Und das dritte... Ja doch, ist es nicht sogar so, dass jedes Level irgendwie auf Donkey Kong Country Returns aufbaut? War das nicht sogar so? Weil das dritte ist nach meinen Erinnerungen etwas mit Ruinen.
Dritte Welt von DKCR. Oh. Stand aus Ruinen. Komm, hau mal ab da jetzt. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Wart mal ab. Vielleicht ist es ja nur Zufall. Achso. Oh je. Wir gehen unter! Oh ja. In der Tat gehen wir unter. Und wir werden verbombt, zerbombt und... Was zum... Geier? Okay, ich bin zwar abgerutscht, aber wurde nochmal zurückgesetzt. Ich erhalte eine zweite Chance. Ah! Mir fehlt da noch ein Puzzleteil. Wo ist denn das? Hilfe, Mann! Die Passage ist crazy. Es gibt nochmal einen Checkpoint nach dem G? Das war jetzt nichts Gutes. Warte mal. Brauche ich den Dude, um darauf zu kommen? Wenn ja, habe ich es verkackt. Ich habe es verkackt, richtig? Ach komm, ey. Kann man den irgendwie resetten, den Boy? Ich will jetzt nicht mich umbringen. Komm schon. Bitte sei wieder da. Ja, die anderen Spaten sind auch wieder da. Okay, dann komm her, Boy. Und? Yes! Da ist es, das letzte Puzzleteilchen. Wundervoll. Gerade noch ausgebügelt. Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Der Gegner ist neu, oder? Ich hab den noch nie gesehen. Oh Gott. Oh shit. Globale Erwärmung. Nee, diesmal ist gar nicht die globale Erwärmung schuld, sondern der Trottel mit seinem Instrument. Uiuiui, und ich hab schon gedacht, ich habe jetzt zu früh gedrückt. Puh. Ja, das hat doch schon wieder deutlich besser geklappt. Also es bleibt dabei, 6-1 hat mich zerstört. Gib's zu. Da wurde ich destroyed. Aber bei Boss und bei 6-2 haben wir performt. Es wird jedoch schwieriger. In der nächsten Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze.